Welcome to another part of metal detecting in Bavaria. Today I have some guests with me and I have, what's your name? Wie heißt du? Daniel. I have Daniel. What's your name? My name is Christoph. Hey, so we have Christoph and then we have Michael. Elmar. And Elmar. Mit Falkenfelser. Falkenfelser. So, as always, it's in the evening now, so it's not breakfast. So we're going to just say cheers to you. Also, wie gesagt, cheers. Cheers. Zum Wohl. Cheers. Prost, Prost. Prost, Prost. Prost. Prost, Prost, Kinder. Prost. Oh, ist das schön kalt. Oh. Ja, so schlimm ist jetzt das Falkenfelser. So. Ja, herzlich willkommen zum neuen Teil von Sondeln in Bayern. Wie gesagt, heute mit ein paar Gästen. Haben sich kurzfristig angemeldet, habe ich natürlich kurzfristig zugesagt, wie immer. Von dir. Gell? Passt auch, dafür sind wir ja da. Und jetzt gehen wir mal schnell über den Ackerdau. Das war eine Wiese bis dieses Jahr und den haben sie jetzt umgeackert. Dann schauen wir mal, ob wir Glück haben oder nicht. Und dann schauen wir mal, was wir finden, oder? Ja. Okay. So, we'll see you on the first find. Bis zum ersten Fund. So, the first find. Coming in as a 87-86. And I'm using the Deos Fast program. So let's take a look. If we can find anything here. Let me just change the battery on the pinpoint. So, now I've changed the battery. Jetzt haben wir mal schnell noch die Batterie gewechselt. Okay. And we have a bottle top und ein Kronkorken. And the kids are having fun. I gave him a detector to detect with and my buddies are having fun also. So let's carry on after this. So like I said, this field was a pasture until this year. I've always known this as a pasture, so there you go. Wie gesagt, bis dieses Jahr war es bisher immer eine Wiese, so ich kenne es auch nur als eine Wiese und das ist natürlich schön, wenn es mal umgegraben ist, dann kann man ja mal wieder was Neues finden. Okay, let's carry on. Auf. Well, could be from an ornamented toy or something like that, lead toy. Definitely some color to it. So, not quite sure. But this looks like the rider holding the harness, and this could be like a chariot piece right there. Also sieht so aus, als könnte das hier ein Reiter, der die Leinen hält und hier von der von Streitwagen sozusagen sein. Aber keine Ahnung. Okay, maybe it's just wishful thinking. Aber vielleicht wünsche ich mir auch nur, dass es was Schönes ist. Okay, auf zum nächsten. And the first coin is a 10 Pfennig piece. Und die erste Münze ist ein 10 Pfennig Stück. Zink. Das dürfte aber Zinkmünze sein. Okay. Auf zum nächsten. And a piece from a harmonica. Ja, und dann haben wir noch ein Mundharmonika-Stück. Okay, auf zum nächsten. And the boys are having fun. Und die Jungs haben auch Spaß. Very nice. Very good.
And a fragment of a ring. Ja, und dann haben wir noch ein Fragment von einem Ring. Sadly it is broken. Schade, dass er kaputt ist. Okay. Auf zum nächsten. Auf zum nächsten. And a very thin ring. Also das ist ein sehr dünner Ring. Not quite sure if it's from the oil pan. Also ob das jetzt von der Ölwanne Ring ist, glaube ich zwar nicht. But it's very thin. Also von der Ölwanne glaube ich ist es zwar nicht, aber es ist trotzdem sehr sehr dünn der Ring. Okay, auf den nächsten. Auf den nächsten. It could be a clock key, clock winder. Das könnte ein Uhrschlüssel sein. Schön. Auf zum nächsten, auf zum nächsten. And a fragment of a shield button. Und dann haben wir noch ein Fragment von einem Schildknopf. Sadly, it is broken. Schade, dass er kaputt ist. Okay, auf zum nächsten, auf zum nächsten. It looks like a button and a coin. This is, it could be a coin that turned into a button, but not quite sure. Also es könnte eine Münze gewesen sein, den sie in einen Knopf umgewandelt haben, but very badly done. Aber das haben sie sehr, sehr schlecht gemacht. Okay, auf zum nächsten, auf zum nächsten. And another button. Und noch ein Knopf. Okay. Auf zum nächsten, auf zum nächsten. And the sun is going down. Die Sonne geht jetzt schön unter. So, that's it for today. Got some iron, of course. Also, das war's denn für heute. Ein bisschen Eisen, ein bisschen Copper, und dann haben wir noch ein bisschen Kupfer. Then modern trash came up. Dann haben wir noch modernen Müll. And the finds you've already seen. Und dann natürlich die Funde, die wir schon gefunden haben, die ihr schon gesehen habt. Apart from the ceramic. Außer die Keramikscheibe hier. Naja, gut. I was hoping for more. Also, ich habe eigentlich mehr gewünscht. Oder gehofft, dass mehr kommt. Aber ist halt so. And the rest are digging away there. But we're finishing up right now. Sun is coming, it's already down. So it's going to get dark soon. So there you go. Sun is down in the background. Also die Sonne ist schon untergegangen da hinten. Und der Rest, der kommt jetzt so langsam dann zum Vorschein irgendwo. Der Arme. And one thing is still along somewhere. Yep, in the background. So, they're all coming to the car now. And that's about it. Ja, wie gesagt, die kommen jetzt alle dann zum Auto. Machen so langsam Feierabend. Wie gesagt, die Sonne ist schon untergekommen. So, was great that they phoned. Otherwise I wouldn't have gone out today. Ja, ist ja schön, dass sie telefoniert mit mich angerufen haben, sonst wäre ich nicht rausgegangen heute. Aber so ist das halt. Aber ab und zu braucht man mal Motivation dann von anderen Leuten und dann geht das schon. Okay, till the next time, you take good care of yourself, keep smiling and till maybe tomorrow. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch noch viel Spaß und vielleicht sehen wir uns dann morgen wieder. Ne? So, ciao ciao and keep smiling. Und wie gesagt, immer schön lächeln. Bis dann. Tschüss.